Willkommen zu Breeders' Crown 2017. Neben mir steht jetzt der Wettexperte Christoph Pellander. Was sind die Highlights heute am ersten Tag? Der Breeders' Crown Samstag steht immer im Zeichen der älteren Pferde. Älter heißt in dem Fall die 5- bis 7-Jährigen. Es geht um etwa 150.000 Euro Dotierung an diesem Tag, also ein riesiges Highlight im Rennkalender des deutschen Trabrennsports. Ich habe gehört, es gibt für die Besucher hier an beiden Tagen einen Hauptgewinn. So ist es und der steht auch direkt hinter uns. Es ist ein Renault Twingo im Wert von 10.000 Euro. Es ist auch ganz leicht, da mitzumachen. Sie müssen nur einen Wettschein ausfüllen. Sie müssen ein Pferd Sieg wetten und am Sonntag nach dem letzten Rennen wird dann der glückliche Gewinner gezogen. Das klingt natürlich gut. So, und wir springen jetzt direkt zum ersten Hauptlauf der Hengste und Walache. Friederikus, und der schlägt bereits den Kopf in Front. Friederikus übernimmt das Kommando. Friederikus in zweiter Position, Halber von Heiterbruder. Hinter sieht man Lighten Up Today und in zweiter Spur Emosant an der Innenkante Popeye Diamant. Danke, Schanover, der Favorit. Es folgt SJ Junior C und am Schluss des Feldes Dragona. Die erste Zwischenzeit ist 1.071. Das wird jetzt im Gänsemarsch geordnet. Es geht auf die Tribünen gerade und an der Spitze weiter in Friederikus. Und es geht auf die Ziel. Gerade in den Friederikus, außen Cash Hanover, dahinter Halber von Heiterbu, in der Distanz Friederikus attackiert von Cash Hanover, Kopf an Kopf geht's für die beiden, dahinter wird jetzt Halber von Heiterbu herausgekommen, setzt nach innen, Friederikus noch ganz knapp im Vorteil, aber außen kommt hier auch noch, außen kommt hier noch Halber von Heiterbu angeflogen, der könnte vorbei sein. Ja, richtig toll und noch dazu mit so einem Außenseiter, das ist fantastisch und gegen zwei so hervorragende Pferde sind die zwei besten deutschen Pferde und die zu schlagen ist schon toll. Die Trabrennbahn Mariendorf ist ein Ort für die ganze Familie. Da ist Tag 1 traditionell der Familientag. Aktion für ganz viele Kinder, zum Beispiel Ponyreiten, Hufeisen werfen oder Kinderschminken. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wie die Rennpferde zu ihren Namen kommen? Wir haben uns in den Ställen mal umgehört. Ja, wir haben es gerade eben gesehen. Hier hatten wir den Endlauf oder den Hauptlauf der Breeders' Crown für 5- bis 7-jährige Hengste und Wallache. Und der Sieger hieß Halver von Heiterbu. Die Züchter, die wohnen in der Nähe von Schleswig und Heiterbu, das war eine Wikingerstadt. Und alle Zuchtprodukte in dieser Familie heißen mit Nachnamen im Grunde Heiterbu. Also ich versuche es mittlerweile immer ein bisschen der Mutter anzulassen, dass man ein bisschen weiß, woher der Name kommen könnte. Wir haben zum Beispiel eine Mutterstute, die heißt Jeans and a T-Shirt. Und da versuche ich, die Nachkommen ein bisschen mit Jeans zu benennen. Also wir haben zum Beispiel, heute läuft die Stonewash-Diamant. Wir haben eine Replay-Diamant, wir haben eine Pants and Socks-Diamant. Das sind alles Geschwister und die sind alle aus dieser Stute. Bevor wir Sie jetzt noch länger auf die Folter spannen, kommen wir zum zweiten Hauptlauf, dem Lauf von den 5- bis 7-jährigen Stuten. An der Spitze ist Elmer Lane, dann in zweiter Position Pompano Euphoria, in zweiter Spur Georgie's Love. Dahinter ist Celestial Light Ticker, hinter Celestial Light Ticker trabt dann Indira Bo. Celestial Light Ticker kommt rasch voran, Georgie's Love in zweiter Spur stecken geblieben. Jetzt kommt auch Indira Bo in dritter Spur. Jetzt sind es gleich noch 500 Meter bis zum Ziel. Elmer Lane vor Celestial Light Ticker, dann Georgie's Love und Indira Bo. In der Distanz, Elmer Lane ist im Vorteil, Celestial Light Ticker kommt nicht voran, dann Georgie's Love, Indira Bo. Aber Elmer Lane hat man in Ruhe gelassen. Elmer Lane ist vorn und gewinnt es auch. Elmer Lane gewinnt mit Jürgen Sjöns und unangefasst. Dahinter Celestial Light Ticker, dritter wird hier April Love. Natürlich bin ich sehr glücklich. Die Breeders' Crown ist eines der größten Rennen in Deutschland. Ich muss sagen, das Rennen war sehr einfach. Das Pferd war in sehr guter Verfassung. Ich konnte das Rennen fahren, das ich wollte. Und sie gewann sehr leicht. Das war der erste Tag der Breeders' Crown. Hier geht's am Sonntag direkt weiter und Hauptstadt Sport TV ist für euch dabei.